Guten Morgen, hallo, Glück Morgen. auf. Aus Donaustauf Ich hätte es Regensburg gesagt. bei Regensburg. Wir sind hier gestern angekommen. Genau, wir sind gestern angekommen und ja, haben dann auch noch eine kleine Tour gemacht mit dem Fahrrad nach der Burgruine Donaustauf Donaustauf. und zur Walhalla. Und zu Valhalla. Genau. Genau, so. Und das zeigen wir euch jetzt. Ne? Ja. Und dann erzählen wir weiter, was heute noch am Bach ist. Genau. I'm gonna tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of. Hey. So, Mäuschen, was ist denn das? Das ist der chinesische Turm von Donaustauf. Circa wann um 1800. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, Oder? hier ist ja auch das Schloss Donaustauf, das ehemalige Schloss, die Sommerresidenz von der Fürstenfamilie Thun und Thurnau und Taxis. Taxis. Ah. Genau. Sehr schön, das Genau. habe ich jetzt gebraucht. Ein bisschen Kultur. So, geht weiter, ne, oder? Ja, geht weiter. So, die Walhalla. Da müssen wir jetzt irgendwie hochkommen. Hier sind Treppen Ja. und wir haben mit Fahrrad. Da kommst du bestimmt nochmal anders irgendwie rum, ne? Ja, wahrscheinlich. So, nächste Fotos für Insta laufen. So, das ist jetzt der andere Weg zur Valhalla. Das ist der Valhalla-Weg, Offizielle, oder? der offizielle Weg zu Valhalla mit Parkplatz hier oben. Valhalla-Straße. Valhalla-Straße, Oder genau. Weg. Da unten ist der Parkplatz. Genau, da sind extra Abstellflächen für Fahrräder, weil man darf hier nicht mit dem Fahrrad hoch. Und von unten sind auch nur Treppen. Ja, haben wir Da gerade kommt man gesehen. dann auch nicht mit dem Fahrrad hoch. Ansonsten fährt man jetzt erstmal hier die Hauptstraße einfach lang. Ja, ist ausgeschildert. Ja, ist Ganz ausgeschildert. simpel. Ja. So, jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Jo. Wie man am Schnaufen hören kann, geht es gleich auf. Also, man sollte schon gut zu Fuß sein. Thank you.
das war die Walhalla. In Auftrag gegeben von König Ludwig I. Okay. Es sind hier Büsten und Tafeln von deutschsprachigen, steht da extra, so, persönlichen deutschen Persönlichkeiten, deutschsprachigen Persönlichkeiten. Sprich Musiker, Dichter, Denker, ja, die sich für Könige, Land Fürsten verdient gemacht haben. Genau, die sind hier alle ausgestellt. Das Anlehnung an die Walhalla, diese germanische Gottheit, die dann da so ein Ruhmes Tempel, ihr wisst schon. Wann wurde das Ding denn gebaut? Das wurde fertiggestellt 1842, Mitte 19. Jahrhundert. Und seitdem werden immer wieder neue Büsten dazugestellt. Genau. Ja, zum Beispiel Einstein ist ja dabei, hier Musiker Richard Strauss, naja, und Sophie Scholl. Kennt ihr alle? Da geehrt. Ich also, jetzt nicht. Oh, ja, ich sag mal, Sophie Scholl kennt ja wohl. Genau. Ja, also der Eintritt kostet 4,50 Euro. Genau. Pro Person, Erwachsene. Ja, also ich finde, dafür kann man es wirklich mal machen. Ne? Ja. Das ist sehenswert, meines Erachtens. Also auch das Ganze drumherum. Ja, also imposantes Gebäude, definitiv. Ja, ne? Ja, wir haben jetzt Fotos gemacht. Blende ich mal ein oder habe ich wahrscheinlich schon eingeblendet. Film ist nicht erlaubt, aber Fotos geht. Genau. So, dann haben wir noch gerade ein Käffchen getrunken. Mhm. Da gibt es noch so eine kleine Kaffeehütte, Bude. Und wir fahren jetzt weiter nach der Burgruine. Burgruine Donaustauf. So. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Ne? Jo. Hoffentlich. That you're doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to me. Ja, hier geht's ganz schön hoch. Zum Schirm. Was machst Nebel? Ja, ist ja hier alles nebelig. Burgruine Donaustauf. Mehr weiß ich nicht darüber. Das ist schon mehr als ich. Wir gehen da jetzt mal hoch. Ja. Da? Genau. Gehen wir jetzt hoch. Ist ja gut. Da unten, da ist der Festplatz. Ja. Kann man das sehen da unten? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist der Stellplatz. Ja. Freunde, ganz ehrlich, ne? Wenn ihr mit dem Fahrrad kommt, lasst das Fahrrad oben stehen. Außer ihr habt ein am Friedhof. Da. Außer ihr habt ein geländegängiges Mountainbike. Tja. Aber schön hier. Ja. Bye.
Sehenswerte oben? Ja, jede Menge Gegend. Jede Menge Gegend. Geh mal hoch, geh mal gucken. Ich bleib bei den Fahrrädern. Das hört sich aber an, dann geht's auch hoch. Ja, ein bisschen. Ich brauche eine Pause. Ja. Schnitzel wäre gut. So, und heute, oder sollen wir erstmal was über den Platz hier erzählen? Nee, jetzt muss ich erstmal die Eindrücke von der Walhalla von gestern, das war schon ein mächtiges Gebäude, ne? Jo. Also man darf da drin fotografieren, aber nicht filmen. Und aber so, imposantes Gebäude. Ja, ja. Jo, so, hier, Stellplatz. Kostet. Also wir sind ja jetzt nicht direkt in Regensburg, wir sind ja in Donaustauf. Danke. Und der Platz hat wie viele Plätze? Der hat 10 Plätze. Wir sind gestern angekommen und da hatten wir so, hatte ich erst die Befürchtung, dass der voll ist, aber es waren nur 3 Plätze belegt. 3 Plätze waren belegt. So, und dann gestern Nacht kam gestern Abend kam dann plötzlich so ein Schwung und da war der war der voll. So. Was kostet der? Du hast gestern bezahlt. Ja, ich habe mit Karte bezahlt. Ich habe da nicht drauf geachtet. Dann warten wir auf die Abrechnung. Die müsste da auf dem Zettel stehen. Der kostet... Bevor ich da gleich wieder reinschnippe alles, gucke ich mir das jetzt an. Wir sind aber auch vorbereitet. Aber ja. Ist ja Hölle. 24 Euro? Genau. Am Automaten bezahlen, man kann bar bezahlen, man kann aber auch mit Karte und dann auch die Tage eingeben, wie lange man hier sind. Ich habe jetzt für 2 Tage, das heißt gestern, heute Morgen. Also 12 Euro kostet. 12 Euro pro Tag. Strom gibt's. Mhm. Und ich glaube, so eine Toilette gibt's hier auch. Weil zumindest das ist hier, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das ist hier an so einem Festplatz. Und da gibt es wohl so eine öffentliche Toilette. Bushaltestelle ist um die Ecke. Damit fahren wir gleich mit Bus nach Regensburg rein. Bäcker um die Ecke 300 Meter. Edeka, andere Richtung 300 Meter. Also alles hier. Alles beieinander. Jo. Ja. Wir werden jetzt gleich mit dem Bus reinfahren. Ja, genau. Nach Regensburg, oder? Nach Regensburg rein, ja. Und dann schauen wir mal. Genau. Was hier alles noch so Schönes zu entdecken gibt, oder? Jo. Ja, ich habe da schon so ein paar Punkte in Regensburg rausgesucht. Mal gucken, ob wir die finden. Na klar. Ja, die werden wir schon finden. Wenn du die rausgesucht hast, werden wir die auch finden. Gut, alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, bis gleich. Wenn wir rausgehen, gehe ich gleich nochmal an der Toilette da vorbei und gucke da nochmal hin. Ob das jetzt wirklich sowas ist, hier für die Camper vielleicht auch. Entsorgung habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Oder nee, das stimmt. Entsorgung habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, und dann das Übliche, ne? Also keine Gespanne. Ja. Das hier nicht hin. So, wir machen uns jetzt fertig und dann gehen wir rüber. Dann gehen wir zur Bushaltestelle. Ne? Alles klar, bis gleich. Ciao. Ciao. So, ich gucke jetzt mal eben nach den Toiletten hier. Also für Frauen und Behinderte haben wir schon. Eingeschränkte. Was meint? Sein Auto noch waschen. Ja, okay. Ist allerdings abgeschlossen. So, da ist der Platz. Und da ist mein Schatz. So, Bushaltestelle, Busbahnhof hätte ich jetzt gesagt. Nee. So in 200 Meter. Gut. Gegenüber von der Tankstelle. Guck mal, habe ich gestern gar nicht gesehen. Ja, da oben waren wir. Das ist die Burgruine. So, Tankstelle. Oh mein Gott, ist das laut. Tankstelle ist auch noch da, alles wunderbar. Also ich höre gerade
Christine sagt gerade, die Damentoilette war offen. Ja, dreist zurück. Eine Behindertentoilette, also großräumig. Ja, hatten wir auch. Und, aber zu bei uns. Nö, bei uns war. Also, oder die reinigen gerade. Genau, weil die waren sehr sauber. Ja. Ordentlich, sagen wir es mal so. Ja, für so öffentliche Toiletten ordentlich. Supi. Hier schräg gegenüber ist ein Edeka-Markt. Muss da, glaube ich, reinsprechen. Dein Mikro ist, glaube ich, gar nicht auf. Edeka-Markt? Edeka-Markt. Und hier kommt jetzt die Bushaltestelle. Und da ist schon der Bus. Wir nehmen die 5. Genau, und dann gibt es da diesen Mythos. Ist das ein Mythos? Legende. Legende, Entschuldigung. Dass der Teufel die Brücke in die Mitte angehoben hat. Weil der Brückenbaumeister. Der Brückenbaumeister und der Dombaumeister. Die haben eine Wette am Laufen, wer eher fertig ist. So, und der Brückenbaumeister, der hat sich von dem Teufel Hilfe geholt. Dafür sollte er aber die drei Ersten, die über die Brücke laufen, ihre Seele geben. Dem Teufel. Und da war die Brücke eher fertig. So, jetzt wollte der Teufel sein Tribut einfordern. So, und da hat der Brückenbaumeister als erstes einen Hund, eine Henne und einen Hahn, glaube ich, über die Brücke geschickt. Und da war der... Da war der Teufel sowas von wütend, dass er die Brücke. Dankeschön. Danke. Danke. Bratwurstkipferl. Jo. Mit Kraut und einmal ohne Kraut. Aus der ältesten Wurstbraterei weltweit. Historische. Historische. Ne? Ja. Lass mal uns schmecken. Somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. I found my way.
in bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Wer kennt's noch? Miss Marple und Mr. String. Ja? Leider geschlossen. Ehrlich? Ja, die haben nur Dienstag bis Sonntag offen. Weißt du was, das ist ja wie Augsburger Puppenkiste hier. Erinnert ihr euch? Ich könnte da oben mal was verlinken. Wieder eine Held meiner Kindheit weg. Du hast aber zwischen Zähne. Unglaublich, ey. Tja. Also, Bismarck Platz Nummer 4, Marple and Stringers. Das ist Schnupftabak. Okay. Gurten. Gurten. Wir sind hier Schloss Emmeran. Das ist der Fürstensitz derer von Thurn und Taxis. Okay. Die Fürstin Gloria, ne? Die Panka-Prinzessin, Fürstin. So, da bin ich mal gespannt, wie die Gloria so lebt. Ein Porsche sehe ich da schon drin. Lebt sich ja schon nicht schlecht, glaube ich. Ist sie überhaupt zu Hause? Keine Ahnung. Guten Morgen aus Regensburg. Morgen. Ja, wir waren ja gestern in der Stadt, danach ging bei uns nicht mehr wirklich viel. Also ich war platt. Ja, platt ich auch. Tausend Rosen. Wir sind mit dem Bus reingefahren. Ja. Tagesticket, 2 Personen, 5,50 Euro.
Kann man nicht meckern. War sehr schön, ne? Ja, eine wunderschöne Stadt, ehrlich gesagt. Ja. 1000 Ecken und Gassen, habt ihr ja gerade gesehen. Einfach schön, ne? Ja. Auch dieses Anna liebt Café da. Anna liebt Kaffee und Brot. Anna liebt Brot und Kaffee so. Und Kuchen und Eis. Wird da alles selbst gemacht und sehr zu empfehlen. Ist, lecker. Jo, also die Stadt selber super schön, also da kannst du nichts meckern. So, und da kann man gerne auch noch mal vorbei, weil ich glaube, alles haben wir immer noch nicht gesehen. Nee. Wir sind jetzt gute 4 Stunden durch die Stadt gestapft. Und also 1 Million Gassen, aber wie gesagt schon, ne? Sieht immer wieder so Baustelle, ne? Klar, muss irgendwas renoviert werden. Schade, dass der Dom dann schon so eingerüstet war. Aber egal. Einfach machen. Einfach machen, genau. Der Stellplatz hier ist okay, also für die Übernachtung. Ja, hatten wir ja auch schon gesagt, ne? Da hinten die Toiletten. Gestern, als wir wieder kamen, waren auch die Herrentoiletten auf. Die haben wahrscheinlich nur gereinigt. Ja, ja. So, was hast du heute Morgen gesagt? Brötchen geholt? Brötchen kann man entweder beim Edeka 300 Meter nach links oder beim Bäcker 300 Meter nach rechts. Geht beides. Nee, ich meinte was anderes. Keine Mülleimer sind hier, ne? Genau. Wir sind nur so kleine halt eben, wie auf Parkplätzen schon mal. Weil das ist ja hier Parkplatz auch für den Festplatz. Ja, müssen wir irgendwie anders entsorgen, unseren Müll. So. Und einmal hat die Kamera gemuckt, habe ich vorhin gesehen, beim Durchschauen der bewegten Bilder. Ich weiß auch nicht. Ich habe eine neue Kamera. Da ist ja die Insta360 One RS für alle, die es interessiert. Actioncam. Und die hat gestern bei dieser Brücke, bei dieser Steinbrücke, wo du mitten im Erzählen warst. Mit dem Teufel. Mit dem Teufel. Entweder bin ich da an die Knöpfe gekommen, was durchaus passieren kann. Oder aber, ich weiß nicht, aus. Auf jeden Fall fehlt noch der Satz, der ganz zum Schluss kommt. Da hat der Teufel sich so verarscht gefühlt und hat die Brücke in die Mitte angehoben. Genau. So, also, das habt ihr vorhin gesehen, das hat da so ein bisschen aufgehört. Das ist das Ende davon. Ah, wir wollen ja nicht schuldig bleiben. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist Fake, Schatz. Nein, das ist eine Überlieferung. Das ist ein, halt eine Legende, die irgendwann mal entstanden ist. Fake News. Egal, wenn man dann glauben möchte, bitte. So, also die schleppen gerade alle irgendwie ihr Wasser weg und naja, an dem Gulli. Nee, jetzt haben wir neues Ziel. Ja, bis jetzt war das Wetter ja ganz gut. Das neue Ziel heißt Planänderung. Genau, das neue Ziel heißt Planänderung. Ursprünglich war ja geplant Passau, aber da soll es jetzt da unten in der Ecke sehr viel Regen geben. Ja, den ganzen Tag soll regnen. Und generell hier in der Ecke. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir fahren jetzt nach Bad Wörishofen zur Therme. Weil jetzt ohne Hund können wir auch mal schön einen Tag in der Therme verbringen. Und das möchte ich gerne. Und natürlich nehmen wir euch da mit. Ja, in die Therme wahrscheinlich nicht. Ne? Natürlich. Klar. In die Sauna? Sauna, das ganze Programm. Ich habe da kein Problem mit. Ja, ich glaube, die Leute vor Ort. Aber. Ja, vielleicht. Nein, wir melden uns dann gleich, weil wir fahren gleich los, ganz in Ruhe, ja. In Richtung Bad Wörishofen. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen Stellplatz gucken und so. Aber das seht ihr erst im nächsten Film. Bis dahin. Bleibt sauber, mach's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao. Ciao.